Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner live mit unserem Kultduell, den beiden Kult-Insidern Josef Schapp. Hallo. Hallo, hallo. Und Peter Westphal. Schönen guten Abend. Das Jahr nähert sich dem Ende. Davor feiern wir alle noch Weihnachten und davor diskutieren wir heute noch richtig schön. Und die EU hat heute gleich eines der Themen aufgelegt. Es gibt den, zumindest laut EU, großen Asyldeal, eine große Asylreform. Wie sehen Sie das? Ist das wirklich der Durchbruch? Nein. Also alle Beobachter, die Nicht-Ergebnisse, weil es gibt interessanterweise überhaupt noch keine Ergebnisse. Das Lustige an der Geschichte, es wurden Teile verkündet, es gibt noch keinen einzigen Text, es gibt noch keine Sätze in Gesetze gegossen, es gibt noch nichts, aber man kriegt halt was mit. Das ist halt berichtet worden. Das, was man mitberichtet, muss man sehr, sehr skeptisch sein. Ist ja in Wahrheit nichts anderes wie das Festschreiben des Status Quo, der schon gescheitert ist. Denn das alles, was da heute aufgelistet worden ist, Auffangzentren und da sind er nicht weiter darf und dass jemand, der keinen Asylgrund hat, gleich wieder abgeschoben werden soll. Also all diese guten Bekenntnisse, die an sich schön klingen und die nach einer Verschärfung klingen, sind ja schon im aktuellen Dublin-Gesetz drinnen. Da steht das alles schon. Dublin sagt, wenn du über einen sicheren Drittstaat kommst, dann hast du keine Aufenthaltsberechtigung und wirst in diesen wieder zurückgeschoben. Und das Ganze wird jetzt in Wahrheit nur fortgesetzt. Ich habe da überhaupt kein Vertrauen in die Europäische Union, weil sie daran scheitert, kläglich scheitert. Und was den Aufteilungsmechanismus, den sogenannten Solidaritätsmechanismus, glaube ich, nennt sie das, heißt, na, da bin ich überhaupt skeptisch, weil da heißt es jetzt plötzlich, naja, die EU wird entscheiden, wer welches Land wie viele Flüchtlinge, Asylanten aufnehmen muss. Und als einzigen Exit gibt es für Länder, die eben nicht so viel aufnehmen wollen, das zahlen pro Nosen, relativ viel nämlich. Ich glaube 20.000 Euro, das muss man mal vorstellen. Das heißt, wenn Österreich sagt, so wie es jetzt ist, Festung Österreich, wir sind dicht, es kann bei uns keiner mehr hineinkommen, dann musst du pro Flüchtling, pro Asylanten, den dir die EU vorschreibt, zahlen. Also Steuergeld. Jeder Steuerzahler muss das zahlen. Also völliger Schwachsinn, was da passiert. Es wird ein nicht funktionierendes System in Wahrheit nur fortgesetzt und wie soll man sagen, einzementiert. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die Europäische Union nicht in der Lage ist, zu sagen, nicht in Europa, so wie es jetzt geplant wird, in Italien, nicht in den innerhalb Europas, sondern außerhalb Europas müssen Auffangzentren gemacht werden. Was Dänemark vorgeschlagen hat, was zum Teil die Briten auch vorgeschlagen haben, da ist man nämlich in Nordafrika oder wo auch immer, da muss man halt dann verhandeln, das dauert Zeit, das ist harte Bretter bohren, aber eine Europäische Union müsste sagen, dort wo sie herkommen, dann machen wir die Auffangszentren, dort wird geprüft sofort, ob es einen Asylbescheid geben kann überhaupt, ob der aus einem Land kommt, wo eine Asylberechtigung hat und wenn nicht, dann muss er eh gleich dort bleiben und wird in sein Land wieder zurückgebracht. Aber sie zuerst hereinzuholen, sie hier zu behandeln, das ist ja der Kardinalfehler, den es gibt. Und ich glaube, dass das daher wieder nicht funktioniert und dass Österreich wieder auf sich gestellt ist und dass wir eine Regierung brauchen und ich hoffe, das wird die nächste dann und mit dem Bundeskanzler Herbert Kickl auch machen, wo wir tatsächlich die Festung Österreich ausrufen und sagen, es kommt ja überhaupt keiner mehr rein, weil jeder Asylant, der zu uns kommt, hat überhaupt keine Berechtigung, weil er kein Asylant ist, weil er schon durch ein sicheres Drittstaatland gefahren ist und daher in Wahrheit gar keine Asylberechtigung hat. Das ist der Punkt. Da müssen wir noch die Grenzen ordentlich kontrollieren und da müssen wir eins machen, zum letzten Punkt, wir müssen aufhören, Geldgeschenke zu verteilen. Vor allem in der Stadt Wien unter dem Bürgermeister Ludwig, aber auch in anderen Bundesländern, wird mit beiden Händen Steuergeld rausgeschmissen für Asylanten, denen steckt man alles hinten rein. Die kriegen eine Grundversorgung, die kriegen eine Mindestsicherung später, wenn sie länger da sind, die kriegen Kinderbeihilfen, Familienbeihilfen, ja sogar den Klimabonus, das ist ja eigentlich alles unfassbar, kriegt heute eine Familie mit zwei Kindern, die da zuwandert und Asylant ist, verdient mehr Geld aus öffentlichen Förderungen, aus Steuergeld, wie Menschen in Österreich, Österreicherinnen und Österreicher, die arbeiten gehen. Und da stimmt es nicht. Weil wenn du im Flüchtlingslager irgendwo sitzt, in Nordafrika, in der Türkei oder weiß ich wo, und schaust, na wo gehe ich jetzt hin, na, dann gehe ich sicherlich nicht nach Ungarn, Klammer auf, 40 Asylanträge im letzten Jahr, muss man mir vorstellen, weil dort kriege ich nichts. Na, dann gehe ich nach Österreich, weil dort kriege ich alles. Dort fliegen mir die bockenen Bockhändler entgegen, dort muss ich hin. Und das ist der Fehler im System von Wien zum Beispiel, wo ich über 1.000 Euro Mindestsicherung kriege, aber auch das Bundessystem, das falsch ist. Wir müssten uns viel mehr Geld für unsere Bürger einmal zur Seite legen und ihnen geben und nicht für weitere Zuwanderung.
Asylstopp, Zuwanderungsstopp, Grenzen dicht, das muss das Motto sein, weil die nächsten Wanderungen stehen unmittelbar bevor. Das hat der Westenthaler gerade scharf kritisiert, diese Asylreform, die die EU heute verkündet hat. Es gibt auch positive Stimmen. Wie sehen Sie denn das Ganze? Also zuallererst entscheidet ja nicht Wien, wer überhaupt nach Österreich kommt und wer da wo einen Asylantrag stellt und ob das dann akzeptiert ist oder nicht akzeptiert ist, sondern Wien ist einer der bevorzugten Orte, wo dann die, die eine Asylberechtigung haben, halt dann auch hingehen. Was wir diskutieren müssen, ist, was passiert mit denen, die einen Asylantrag stellen oder schon wissen vorher, sie haben keine Chance, dass man die, wie man die zurückführt. Und das ist ein Problem. Weil viele kommen bei der Grenze, hauen den Pass weg, hauen die ganze Identität weg, sagen Asyl und sind dann in dem Verfahren drinnen. Und entweder direkt oder nachher. Und das ist das Schwierige, weil du ja nicht weißt, wo schiebst du das hin, weil der sagt einfach nicht, woher er kommt. Und das musst du in den Griff kriegen. Und daher brauchst du außerhalb der Europäischen Union erstens einen Ort oder mehrere Orte, wo man Asyl antritt und dann außerhalb der EU gleich von Haus aus ist. Der kommt gar nicht erst nach Österreich oder nach Wien, ja, sondern der ist außerhalb. Das ist einmal ganz wichtig. Und schon 18 Staaten in der Mitgliedstaaten in der EU sind ja schon dafür, dass das außerhalb ist. Was ein einheitliches Grenzverfahren ist, muss man sich anschauen, was soll das sein? Ja? Mich interessiert folgendes Beispiel. Ungarn, EU-Mitgliedsland, da kommt über Ungarn einer an die österreichische Grenze und will nach Österreich. Und nach dem, was ich da jetzt lese, steht Dublin, erstes Land des Betretens und dort muss er sein. Das heißt aber, wenn ich dann an der österreichischen Grenze den, der aus Ungarn kommt, sage, es ist ja wunderbar, dass du da bist, aber deinen Antrag stellst du in Ungarn, tschüss. Ja, wenn das das heißt, dann ist es eine echte Änderung, weil dann ist es kein Pushback, sondern heißt es einfach, das ist das erste Land, wenn es das erste Land ist, ja, und dort stellst du den Antrag. Basta. So, das ist einmal ein Punkt, den ich da einmal herausgelesen habe. Ja. Was ist ein leicht unsicherer Drittstaat oder weniger sicherer Drittstaat oder dieses ganze Theaterstaat? Du wirst die Probleme der Welt nicht in einem kleinen Land lösen können. Das ist so. Ja. Und daher finde ich, muss man da realistisch sein und man muss vor allem die Grenzen der gesamten Europäischen Union betrachten, wie man die am besten absichern kann. Weil eins ist natürlich schon richtig, nach dem, was ich jetzt vorhin zitiert habe, heißt es, der nach Griechenland kommt oder der nach Italien kommt, muss dort den Asylantrag stellen und muss dort warten, ob er überhaupt eine Berechtigung kriegt. Und wenn er es nicht kriegt, muss er von dort wieder zurück. Das hat er die Meloni sofort überrissen und hat gesagt, wunderbar, daher in Albanien mache ich zwei so Lager und dann werden die dort aufgehalten, wie, und so haben die das heute berichtet aus der Europäischen Union, einen haftähnlichen Aufenthalt. Mhm. Das, was die Meloni macht. Ja, anscheinend hat sich die Meloni da ein bisschen durchgesetzt. In dem Punkt, das soll versucht werden, dass man Geld statt, dass man sagt, okay, wir haben da Leute, die wir nicht wollen und jetzt zahlt der Steuerzahler, damit sie auch wirklich nicht bleiben, sondern irgendwo anders hingehen. Also das schaue ich mir in der Praxis an. Wie läuft das? Wie kann man überhaupt mit Steuergeldern so umgehen? Ja? Also das ist mir ein völliges Rätsel. Und ja, ich bin eigentlich enttäuscht. Ich habe zwar nicht wahnsinnig viel erwartet, aber ich habe mir gedacht, nachdem wir jetzt so lang diskutieren, wie man diese Frage dieser, da geht es ja nicht nur um diejenigen, die einen Asylantrag stellen wollen oder können, sondern es geht auch um die vielen, die einfach nur zuwandern wollen. Ja, das ist ja genauso eine Debatte. Wer wo wird aufgrund seiner Qualifikationen benötigt am Arbeitsmarkt, wer hat Platz, was ist Integration, wie soll die stattfinden? Das sind ja Themen, die weit darüber hinausgehen, die nicht nur die Frage mit, wie laufen die Asylverfahren und wer kommt da und was weiß ich. So, das ist für Europa eine zunehmend entscheidende Frage. Es wird bei der Europawahl ein Thema sein. Ich wette darauf. Ja. Wenn es Parteien gibt, Kandidaten gibt, die dazu keine klare Haltung haben, ja, weil das hat ja Auswirkungen, wenn es da zu einer Migration kommt in einem ganz, ganz großen Ausmaß, so wie es die Mette Frederiksen in Dänemark eben nicht zulässt, die sozialdemokratische Ministerpräsidentin, und dort ganz strenge Kriterien entwickelt hat, dann werden die Kandidaten, die ähnlich wie Mette Frederiksen von den Sozialdemokraten agieren, eine gute Unterstützung bei den Wählerinnen und Wählern kriegen. Wenn es welche gibt, die das nicht so machen oder auch von anderen Parteien es nicht so machen, werden sie keine entsprechende Unterstützung haben, weil das einer der wichtigen Themen ist, neben
Wirtschaftsstandort Europa, Sicherheit in Europa. Wenn die Europäische Union dann noch, das können wir zu einem anderen Zeitpunkt einmal diskutieren, dann überhaupt da in einer Form agiert, die von der Leyen, wo man da jetzt mit Raketenkauf und Milliarden und ein Sky Shield und was weiß ich was alles, ja, wobei ich jetzt gerade gehört habe, wenn die alle ihre Raketen im Libanon losschicken, die Hisbollah, hilft ja noch der ganze Sky Shield in Tel Aviv auch nichts. Ja. Also das ist schon eine ganz andere Problematik, aber das muss man nicht anhand dieses Beispiels diskutieren. Also ich finde, das wird nichts im Positiven verändern. Schau, du hast am Anfang gesagt, Wien entscheidet nicht, wer nach Wien kommt oder nicht. Leider schon. Sie könnten es entscheiden. Sie tun es aber nicht. Keine Bundesregierung. Jeder, der nach Wien kommt und sagt, ich bin da, hallo, Asylant, wird sofort willkommen geheißen. Und das ist der Fehler. Denn wenn es nicht so wäre, dann brauchen ja nicht alle nach Wien kommen, dann hätten sie ja woanders auch hingehen. Dann gehen sie woanders. Naja, aber der Großteil, der nach Österreich kommt, der Mammutanteil, kommt nach Wien. Warum kommen sie nach Wien? Weil sie genau wissen, da sitzt der Mustafa Ludwig dort, ihr lieber Freund, und hat beschlossen, eine Mindestsicherung jetzt wieder zu erhöhen. Ich glaube, es sind schon über 1100 Euro Mindestsicherung, die jeder Asylant noch im dritten Monat Aufenthalt bekommt. Asylwerber. Und davor kriegt er die Bundesversorgung. Das ist natürlich eine Bundessache, aber das kriegt er auch. Und wenn er da noch in Wien kriegt, kriegt er noch Kinderbeihilfe, und dann kriegt er noch Familienbeihilfe, und dann kriegt er noch den verrückten Klimabonus. Nochmal, natürlich sucht sich jemand aus, wohin er geht. Und er geht dorthin, wo er das meiste Geld bekommt. Das ist ja ganz klar. Wo soll man das meiste Geld schenken? Und quer durch Europa kriegst du eh schon fast nirgendwo was. Die Deutschen haben es jetzt runtergefahren. In Ungarn bleibt überhaupt keiner mehr bleiben, weil dort kriegst du gar nichts mehr. Und nur Österreich schüttet das Füllhorn von Sozialleistungen, hart erarbeitenden Steuergeldes über Zuwanderer. Und hauptsächlich in Wien, aber auch in anderen Ländern. Oder so Verrücktheiten. Ich bringe dir ein anderes Beispiel. Linz, auch leider, tut mir leid, auch ein sozialdemokratischer Bürgermeister. Linz hat jetzt Folgendes beschlossen, die machen ein Projekt, das nennt sich Code Fusion. Da werden 100.000 Euro, gut zuhören, 100.000 Euro Steuergeld wird genommen und ausgegeben, und weißt du, was damit gemacht wird? Für 10 Asylwerber, ich betone Werber, nicht Asylanten, für 10 Asylwerber werden für die 100.000 Euro Computer- und Programmierkurse jetzt gemacht. Für 10. Das heißt 10 mal 10. Das heißt 10.000 pro Asylwerber. Die können nicht einmal noch die deutsche Sprache und so eine Programmiersprache in Österreich lernen. Und das auf Kosten der Steuerzahler. Und das halte ich für unfassbar. Beschlossen im Gemeinderat von Linz mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und Grüne. Und wieder mal hat es nur eine einzige Partei gegeben, die da ganz massiv dagegen war und dagegen gestimmt hat, nämlich die Freiheitlichen. Weil es doch nicht sein kann, dass wir Menschen, wo wir nicht mehr noch wissen, ob die Asyl kriegen, für 100.000 Euro Computerkurse machen lassen und Sprachkurse. Das ist doch absurd. Wir haben für unsere Familien kein Geld, dass sie die Weihnachtsgeschenke leisten. Mittlerweile 200 Millionen gibt der Handel zu, wird heuer weniger an Geschenken eingekauft, das ist leider einfach nicht leisten können. Und dann geben wir 100.000 Steuereuros für 10 Asylwerber und ihre Sprachkurse. Danke, Herr Bürgermeister der Sozialdemokratie. Danke, SPÖ, ÖVP und Grüne. Und solche Geschichten, die hält es nicht aus. Oder wenn wir hier beide sehr vernünftig und du auch immer sehr vernünftig diskutieren über Annahme und Flüchtlingszentren im Ausland, haben wir beide dafür, und dann kommt die SPÖ und beschließt auf ihren Parteitag legale Flüchtlingsrouten. Und alles klatscht. Und die Wiener SPÖ stimmt dazu. Und erklärt daher den Asylanten, wie sie am besten nach Wien kommen. Das ist ja die Wahrheit. Was sind denn? Erstens einmal kann es die nicht geben, weil Flüchtlingsrouten an und für sich illegal sind. Gibt's nicht. Aber es steht wortwörtlich in einem Antrag, ich kann es da zitieren, es ist der ÖVP vom Bundesparteitag, legale, und der Herr Babler hat es uns ja heute wieder erklärt, was das heißt, legale Flüchtlingsrouten. Der ist einfach anders gepolt, der versteht es nicht, der will aus ganz Österreich ein Flüchtlingslager machen. Soll er machen, aber bitte nicht hier im Land, soll er sich ein anderes Land suchen, soll er sich suchen, weiß ich nicht, irgendeine eine Entwicklungsdemokratie, aber nicht Österreich, wo wir im Moment kein Geld, keinen Platz und überhaupt kein Verständnis für weitere Asylwerber haben. Das ist vorbei. Und wenn dann der Herr Babler herkommt, der aus ganz Österreich ein Flüchtlingslager Dreiskirchen machen will, weil ich bin ja so menschlich und human und sozial, dann brennen die Sicherungen durch bei den Menschen, gerade jetzt vor Weihnachten, wo sie merken, was die Teuerung und das nicht vorhandene Geld. Und das ist was, was mich massiv stört. Die Sozialdemokratie, Linz, Wien, Babler, ist hier auf einem völlig falschen Trip in der Zuwanderung. Und das werden sie bei den Wollen leider auch spüren. Ja, es gibt keine legalen Flüchtlingsrouten.
Ja, warum schreibt das dann in einen Auftrag ein? Keine Ahnung. Irgendwie hat das eingeschrieben. Wie immer ist das zu wenig geprüft worden. Und im Endeffekt ist das Ergebnis das, dass entweder bin ich auf der Flucht, dann bin ich auf der Flucht, dann stelle ich in meinem eigenen Land oder in einem anderen Land oder außerhalb der EU, wie ich hoffe, einen Asylantrag und die Sache hat sich. Mir geht es aber nicht nur um die Asylwerber. Wir diskutieren dauernd über die Asylwerber. In Österreich ist die größte Gruppe derer, die da kommen und natürlich am Arbeitsmarkt auch Konkurrenten in einem gewissen Sinn sind, die kommen aus Deutschland. Ich habe nichts dagegen. Ja, wir haben es jetzt im Fußball geschlagen, alles bestens. Nein, mich stört nur, dass wir ausschließlich nur über die Asylwerber diskutieren. Es gibt andere auch noch, ja, die hier zuwandern, die hier arbeiten wollen, weil es hier attraktiv ist, weil man hier relativ gut bezahlt wird und weil hier halt einfach das Leben schöner ist als in vergleichbaren anderen Ländern. Das hat zwei Seiten. Auf der einen Seite können wir stolz sein, dass wir dieses Land so aufgebaut haben, dass es so attraktiv und schön und lebenswert ist. Auf der anderen Seite natürlich ist ein Winken für diejenigen, die sagen, da komme ich auch daher. Ja, weil da ist halt am schönsten. So, das muss man halt managen, das muss man halt irgendwie so machen, dass das für alle lebenswert bleibt. Ja? Und nicht, dass man den Eindruck hat, na, was ist da los? Werden das noch mehr oder wie schaut das aus? So, die Asylwerber selber, da bin ich der Meinung, da kannst du national auch viel machen. Ich gehöre zu denjenigen, die sagen, was soll ja nicht, das nationale Element auflösen und alles der EU überantworten. Dafür bin ich mein Leben noch nie gewesen und werde es auch nie sein, weil natürlich die Nationalstaaten, sofern sie demokratisch organisiert sind, sofern sie Empathie haben, sofern sie ein soziales Gefühl haben, die sind natürlich bei den Menschen näher. Ja? Und die können das viel besser steuern und lenken. Und daher bleibe ich dabei. Ich will das gar nicht mehr diskutieren, ja, wer wo sie aussucht in Österreich, wo er hingeht. Ich bin der Meinung, unser Satz Integration vor Zuwanderung, wir haben die Grenze erreicht, ich bin schon fertig, wir haben die Grenze erreicht und jetzt gilt es, dass jetzt einmal andere Länder dort ihre Asylanträge akzeptieren und nicht alle zu uns kommen. Und wenn das so ist, was die da sagen, ja, dass das Erstland, das betreten wird, dort muss man einen Asylantrag stellen, dann werden nur mehr die mit dem Flugzeug nach Österreich kommen, den Asylantrag stellen können, weil alles andere sind andere Länder. Ja, aber das ist ja und für das so. Bin ich. Das ist ja Dublin. Ja, es muss das endlich ist ja das Prinzip nein, von ist Dublin. Nicht ganz so. Und das wird nein, einfach Bush, nur fortgeschrieben. Nein, es wird als Pushback bezeichnet, wenn ja, du dem nach Ungarn zurückschickst, weil die im Jahr 2011 irgendwie den Orban irgendwie so mal negativ eingeschätzt haben, was diese Frage betrifft. Der ist ein EU-Mitgliedsland. Ja? Und wenn das da steht, ja, in dieser Einigung in der Europäischen Union, dann braucht man den an der Grenze nicht nehmen, sondern soll er das in Ungarn stellen, den Antrag. Aus! Zu deinen Deutschen, was du gegen die hast? Gar nichts. Also die Deutschen werden gesucht in Tourismus, Gastronomie. Ja. Sind wir froh, dass wenigstens ein paar kommen, auch weil da findest du keine auch Leute. Das findet ja keiner. Ja. Übrigens, die Deutschen, weil du gesagt hast, das ist die Hauptzuwanderungsgruppe, das sind dann nicht die dann in den Kriminalstatistiken ganz oben stehen oder beim Sozialleistungsmissbrauch ganz stehen, ganz andere. Gegen die Deutschen. Naja, aber ich rede aber von denen, die uns ja am Sack liegen, auf gut wienerisch zu sagen. Und das sind nicht die Deutschen, tut mir leid, das sind schon ein Großteil der Afghaner, Syrer, Tschetschenen, alle, die da daher aus allen Herren Ländern und fernen Kulturen zu uns kommen und ein Problem sind. Jetzt sage ich dir noch was. Da wirst du sicher auch meiner Meinung sein. Es werden nicht einmal die Richtigen abgeschoben bei uns in Österreich. So schlecht ist diese Regierung und so unsinnig. Ja. Du musst einmal, ich habe mir jetzt die Mühe gemacht und mir die Abschiebestatistik angeschaut. Ja, ja. Vom Jahr 2023, leider gibt es im Moment, das hat die FPÖ dem Parlament eine Anfrage gemacht und den Innenminister hat der halt schon eine Antwort geben müssen. Jetzt liegen die Daten vor vom Jänner bis September 2023 und in diesem Zeitraum, in diesen 9 Monaten, gab es 3.489 Abschiebungen. Jetzt denkt man, ja, haben sie echt schon abgeschoben. Und dann schaut man sich das genau an, 80% dieser Abschiebungen Slowakei. Sind Abschiebungen von Europäern, das muss man sich vorstellen, von Slowakei, Ungarn, Polen, Rumänien, Serbien, Tschechien und Bulgarien. EU-Mitgliedsländer. Da sind die Abschiebungen, da schieben sie ab. Wenn man sich die andere Kehrseite der Statistik anschaut, haben wir von den 14.383 Syrern, die zugewandert sind, sind ganze 25 bisher abgeschoben worden. 25. Von den 7.266 Afghanen bisher 9 abgeschoben in diesem Zeitraum. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Von den 6.102 Marokkanern in diesen 9 Monaten, die zu uns gekommen sind, weißt du, wie viele da abgeschoben worden sind? 28. Null.
28 über Statistik. Null. Marokka, ich habe die Anfrage beantwortet. Fußball. Vielleicht sind die nach dem September abgeschoben worden. Ja. Bis zum September null. Und jetzt erinnern wir uns noch alle zurück, das wird dann vielleicht auch Teil des Jahresrückblicks sein. Im Februar 23 gab es eine riesig inszenierte Reise des Herrn Nehammer mit dem Herrn Kahner Hand in Hand nach Marokko. Und alle haben sich gefragt, wieso fährt er jetzt nach Marokko? Und dann hat uns dort groß erklärt, eine große Delegation. Und wir haben mit den Marokkanern vereinbart, dass es da jetzt Rückführungsabkommen gibt. Und das kann ich mehr kommen. Kommen sind bis September über 6.000, abgeschoben kein einziger. Das sind die Ergebnisse der Reisen des Herrn Nehammer in ferne Länder zu den Murzins und Arabern dieser Welt. Es ist ja alles so unfassbar, was diese Regierung aufführt. Und bei diesen Statistiken und bei Anfrage beantworten kannst du es dann ab und zu einmal erwischen. Das heißt, was hier passiert, es werden die Falschen abgeschoben, es wird fast überhaupt nicht abgeschoben und wir lassen weiterhin Massenzuwanderung zu. Wir haben heuer, werden wir bekommen, 60.000 Asylanträge. Das ist der zweithöchste Wert seit 2015. Nur voriges Jahr war es höher. Aber in diesem Jahr der zweithöchste Wert. Und da stellt sich eine Regierung und sagt, wir sind so toll, wir haben jetzt weniger. Was passiert ist, und das ist die Wahrheit, ein Bevölkerungsaustausch, der stattfindet. Und der ist gar nicht so ungewollt wahrscheinlich, weil Österreicherinnen und Österreicher diese Regierung eh nicht mehr wollen. Und zu einem großen Teil. Und daher glaubt man, ja, wenn wir gut sind zu den Zuwanderern, vor allem in Wien, ein gewisser Herr Ludwig glaubt das, wenn wir sie rasch einbürgern, wenn wir ihnen das Wahlrecht geben, wird alles diskutiert in der SPÖ, dann wollen die uns. Das ist aber ein Trugschluss und ist ein Fehler. Der Herr Ludwig wird der erste Bürgermeister sein, wenn er so weitermacht. Wir haben jetzt 51% Migrationshintergrund in Österreich, in Wien 51%. Davon in manchen Bereichen geht es bis zu 2/3 Mehrheit. Und der Herr Bürgermeister Ludwig kann möglicherweise der erste Bürgermeister sein, der mal von einem Nicht-Wiener Bürgermeister abgelöst wird, wenn er so weitermacht mit dem Wahlrecht. Oder von einem Migranten, der eh schon die Staatsbürgerschaft hat. Weil mittlerweile sind es mehr als Wiener. Und ich muss sagen, da kommt dir die Ganselhaut, das Grauen, wie hier diese Stadt sich entwickelt und wie sich Österreich in der Zuwanderung entwickelt. Da braucht es endlich eine Festung dagegen. Und ich bin froh, dass das der Herr mit Kickl in der Hand hat. Du hast Statistiken, ich war Statistiken. Und in einem großen österreichischen Magazin hat es da eine Aufarbeitung gegeben, was der Kahner, der Innenminister, für Schmähstatistiken hat. Das ist wirklich Schmäh. Ja. Ja, das haben wir zwei Jahre einer Meinung. Ja. Aber dass der zum Beispiel 3/4 aller abgeschoben werden, mit dem Autobus abgeschoben, weil das nämlich kleines Nachbarland geht. Ja. Das ist sehr plakativ, nämlich in Wahrheit. Ja. Dass die ein Drittel so aus der Slowakei sind, das hat aber auch Gründe, dass die abgeschoben werden. Also das ist nicht nur, weil man keine Slowaken wollen, sondern da gibt es Kriminelle dabei. Also das sind ein paar so Dinge, wo man sagt, okay, ist in Ordnung, soll abgeschoben werden. Du hast insgesamt von den 10.478 Jänner bis Oktober 5.496 freiwillig, 4.982 zwangsweise Abschiebungen. Ja. Aber das, was mich besonders imponiert hat, war diese Statistik, dass du 2022 abgeschoben hast, 7 Tunesier, 10 Ägypter, 27 Marokkaner, 92 Nigerianer, 79 Inder und 9 Pakistanier. Ja, aber darf ich nur das klarstellen für die Zuschauer, warum es bei mir 0 sind? Du liest die Zahlen 22 ja, vor. Ich lese die Zahlen 23. Ist ja wurscht, beide Zahlen geben was 22 her. 23 waren es 0 Marokkaner. Ja, ich sag dir was, beide Zahlen geben her. Der erzählt uns einen Schmäh, sagt, ja, ja. Die Abschiebungen richtig. Sind größer, wurden, ja, Asylanträge geringer und meint damit Abschiebungen in EU-Mitgliedsländer. Wir reden ja die ganze Zeit von fernen Kulturen, fernen Religionen, kaum Qualifikation, kaum deutsche Sprache. Wieso kann der nicht den Antrag woanders stellen und so weiter und so weiter. Deswegen bin ich ja dafür, dass das außerhalb der Europäischen Union, der soll gar nicht erst in Richtung Österreich kommen, sondern außerhalb der Europäischen Union, da soll er die Anträge stellen, egal von wo auch immer kommt. Aber das finde ich, was der Kanada macht, das ist unglaublich. Wir haben es vorher schon ein bisschen angesprochen. Wie stark wird denn dieses Migrationsthema Ihrer Meinung nach die Wahl, die wir im nächsten Jahr haben, sowohl eine EU- als auch eine Nationalratswahl beeinflussen? Ja, das kann ich sagen. Also die Oppositionsparteien werden dazu sich äußern. Jede auf ihre Art. Wenn er tut das von seiner Art interpretieren, die Sozialdemokraten von ihrer Art. Was ganz sicher nicht ist, ja, dass die Sozialdemokraten eine Position haben unter dem Motto, seid umschlungen Millionen oder alle Menschen sollen kommen, egal wer, woher, wohin, das ist alles ein Unsinn. Ja. Das ist Propaganda, sondern was einfach wirklich wichtig ist,
dass man natürlich ein Herz haben muss für diejenigen in Not, die verfolgt werden aus religiösen, politischen Gründen, aber auch berechtigt und auch letztlich ein Asyl zugesprochen bekommen. Das ist aber etwas, wo ich sage, völlig ungleich behandelt wird in den Ländern der Europäischen Union. Und ich lache mir schief, wenn jetzt heißt, es kommt ein einheitliches Grenzverfahren. Wie soll dann eine Verteilung stattfinden? Das wollen Sie jetzt regeln dadurch, dass Sie sagen, ja, wer sich dann wehrt, brennt. Das ist die Logik in Brüssel. Ja. Und damit, bevor dann zu viel brennt wird, werden die gezwungen, dass sie dann bei der Verteilung mitmachen. Das ist die Logik. Und das finde ich inakzeptabel, ja, weil es geht generell jetzt darum, dass du auch den europäischen Arbeitsmarkt so behandelst, dass wir gesamtwirtschaftlich, auch was die soziale Gerechtigkeit betrifft, die Qualifikation, dass wir einfach konkurrenzfähig sind und aber trotzdem auf unsere europäischen Werte, die es ja immer noch irgendwo, und sei es auch nur das Lippenbekenntnis gibt, aber es gibt sie, ja. Und da kann Österreich einen Beitrag leisten, das ist ja keine Frage. Aber es kann nicht so sein, dass alle sagen, von die Mitgliedsländer der Europäischen Union, Österreich ist am schönsten und daher winken wir alle in Richtung Österreich. Das geht nicht, ja. Da gibt es nämlich ordentlich viele andere Länder, die da einen Beitrag leisten könnten, aber noch besser ist, man schaut, dass die wirtschaftliche Situation in den Ländern, woher die alle kommen, so verändert werden durch Handelsbeziehungen, durch Investitionen, dass die dort einen Sinn sehen zu bleiben, vor allem in Afrika. Und nicht, dass die sagen, ich will in die Wohlstandszone, tschüss Afrika, interessiert mich nicht mehr, ich bin weg. Das geht nicht. Und da bin ich der Meinung, das geht weit über solche Regelungen hinaus. Vor ein paar Monaten hat es so ausgeschaut, als wäre die Teuerung das alles überschattende Thema. Jetzt kommt das Migrationsthema immer stärker. Was ist Ihre Meinung? Wird das Migrationsthema das große Thema der Nationalen? Ich denke, dass das beides die zwei großen Themen sein werden. Die Zuwanderung, Migration und natürlich auch die Inflation, weil wir ja eine unfähige Regierung haben, die es nicht schafft. Und da kommen wir heute noch dazu, zu dem Thema, die Inflationsrate zu senken. In ganz Europa sind wir bereits ganz weit unten, in Österreich nicht. Aber natürlich ist die Zuwanderungsfrage eine ganz entscheidende für unsere Zukunft. Und wenn Josef Schaap sagt, ein Herz für Zuwanderer, so ein Herz ist einmal Zeit, ein Herz für Österreich und für unsere Landsleute wieder zu zeigen. Jetzt haben wir jahrelang ein großes Herz für Zuwanderer gehabt. Regierungen, die ein großes Herz gezeigt haben, Sozialdemokraten, eigentlich die. Ich habe gesagt, für Verfolgte. Bis heute, ja. Aber auch Zuwanderer. Nein, aber mein Herz gehört jetzt einmal den Österreichern und den Landsleuten und nicht den Verfolgten. Ich sage das auch ganz hart. Weil Verfolgte haben wir jetzt schon sehr viel im Land. Solche, die es noch werden wollen oder gar nicht sind, sondern die unter einem ganz falschen Vorwand nach Österreich kommen. Es muss einmal Schluss sein mit diesen falsch verstandenen, auch der Herr Babler trägt das vor sich her, der immer sagt, ja, wir brauchen einen humanistischen Ansatz und deswegen müssen wir die Leute einholen. Nein, überhaupt nicht. Der soll sich einmal um einen humanistischen Ansatz kümmern für arme Österreicherinnen und Österreicher, die kein Geld mehr zum Leben haben. Der soll sich einmal darum kümmern, dass diese Zuwanderer, die zu uns kommen, uns jedes Jahr Milliarden kosten, dieses Zuwanderungssystem. 2,5 bis 3 Milliarden Euro kostet das und der Herr Babler sagt nur, wir sollen noch mehr einholen. Das hat er wortwörtlich gesagt, das tut mir leid, Josef, du hast eine andere Meinung, da habe ich einen großen Respekt. Viele in der SPÖ haben eine andere Meinung. Aber Babler führt die Sozialdemokratie an den linken Rand und am linken Rand sind alle willkommen. Da sind die Flüchtlingslager willkommen, da sind die Aufnahmezentren in Österreich willkommen, da sind die legalen Flüchtlingsrouten, werden uns erklärt. Da sind natürlich mehr Zuwanderung, weil man ja so humanistisch ist und alle auf in unser kleines Land hereinholen. Und da ist die Sozialdemokratie unter Babler völlig falsch. Da wäre vielleicht unter Doskozil eine Chance gewesen, einer Korrektur, gebe ich zu. Es hat auch frühere gegeben, die da sehr vernünftig waren, wie früherer Innenminister Schlögl und. Da gab es schon in der SPÖ richtige Ansätze. Aber im Moment aktuell ist die SPÖ in der Zuwanderung auf einen Selbstzerstörungstrieb, weil sie gegen 80-90% der Menschen argumentiert unter Babler. Und weil der Babler nicht kapiert, dass es aus ist und Schluss mit lustig ist, dass wir alle einholen. Und dass es Schluss ist, überhaupt den hereinzuholen, weil es rechtlich auch untermauert ist und determiniert ist, dass überhaupt keiner, der zu uns kommt, über ein sicheres Drittland, das hat die EU jetzt wieder festgelegt, überhaupt ein Recht hat, bei uns Asyl anzusuchen. Asyl null, Asyl stopp, Herbert Kickl sagt, Festung Österreich, ein symbolisches Bild. Und ich glaube, das ist das, was derzeit 80% der Bevölkerung unterstützt. Den Stopp hast du
wenn das wirklich umgesetzt wird, hast du diesen Asylstopp, den du ansprichst, in dem nämlich alle, die kommen, in dem Land, in dem sie das erste Mal den Fuß hineinsetzen, dort den Asylantrag stellen müssen. Damit fällt Österreich weg aus dem Ganzen, weil bis auf die, die mit dem Flugzeug kommen, kann das dann niemand mehr sein. Ja? So, das ist wichtig. Aber noch wichtiger für die gesamte Europäische Union ist, dass diese Anträge außerhalb der Europäischen Union, in Nordafrika, in Ruanda, in Albanien, wo auch immer gestellt werden, damit das ein Zeichen an die mörderischen Schlepper ist, und das sollte man einmal erwähnen, diese Verbrecher. Bin ich voll bei dir, aber der Babler sagt es auch da. Ein Zeichen ist an die wanderungsbereit sind, aber denen muss man ein anderes Zeichen auch noch setzen. Nicht die Rohstoffe, die seltenen Erden, den Kakao und alles mögliche aus diesen Ländern rausziehen. Und ansonsten ist der Wurscht, wie die dort leben und auch der Klimawandel seine Auswirkungen hat. Sondern du musst schauen, dass die einen Sinn sehen, wirtschaftlich, sozial, auch politisch dort zu leben. Ja, das ist ganz wichtig und dort zu bleiben. Das ist ja nicht unmenschlich, wenn man sagt, ich will die Lebenssituation so ändern, damit die einen Sinn haben, dort zu bleiben und nicht einen Migrationsdruck auf Europa ausüben. So, jetzt haben wir über Europa gesprochen. Jetzt machen wir eine ganz kurze Werbepause und dann wechseln wir nach Österreich bzw. zur österreichischen Innenpolitik. Nächstes Jahr das große Wahljahr und es könnte auch einen super Wahlsonntag geben. Das pfeifen mittlerweile einige Spatzen, zumindest von der ÖVP-Parteizentrale. Was es damit auf sich hat, darüber diskutieren wir gleich. Und natürlich auch die Frage, kann Karl Nehammer das für die ÖVP überhaupt noch drehen oder ist diese Wahl für die ÖVP längst verloren? Ganz kurze Werbepause, dann geht sie gleich weiter. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück. Peter Westenthaler und Josef Czapp sind zu Gast. Herr Czapp, zweite Runde starte ich mit Ihnen. Es gibt jetzt neueste Gerüchte aus der ÖVP, dass man die Nationalratswahl vorverlegen könnte. Eigentlich wäre es ja geplant für den 29. September, das ist zumindest der spätestmögliche Zeitpunkt. Aber man hört, in der ÖVP wird überlegt, ob man das Ganze mit der EU-Wahl zusammenlegt, weil man die Sorge hat, dass die ÖVP bei der EU-Wahl so stark verliert, dass danach Karl Nehammer stürzen könnte, noch vor der Wahl. Halten Sie das für realistisch oder glauben Sie, die ÖVP wird es trotzdem bis in den September hinauszögern? Also ich bin kein Berater der ÖVP. Ich würde mich hüten, denen einen Rat zu geben, außer einen Rat, den man vorher gut überlegen hätte, dass er nicht zu dem gewünschten Ergebnis bei der Wahl führt, den die ÖVP gerne hätte. Aber es ist die Arbeitsgruppe Rettet Nehammer. Es hat sich in der ÖVP eine Arbeitsgruppe konstituiert mit dem Titel Rettet Nehammer, Vorsitzender Nehammer, ja. Und dann hat er noch zwei andere Mitglieder, nämlich Nehammer. Und Nehammer ist faktisch wieder keiner mitarbeiten in der Arbeitsgruppe. Aber die Überlegung ist natürlich in der Tat wirklich die, dass man das zusammenlegt. Dazu muss ich aber Folgendes sagen, damit legen sie aber auch die Themen zusammen. Also wenn ich zum Beispiel eine Nationalratswahl durchführen möchte, wo ich nicht primär über Migration, über Asyl, wo ich nicht primär über Krieg und Sanktionen und Ukraine und vielleicht sogar noch Nahe Osten, wo ich primär nicht über Arbeitslosigkeit in der Europäischen Union diskutieren will, dann darf ich es nicht zusammenlegen. Wenn man das allerdings will, ja, dass das alles... Sie würden es ihm nicht empfehlen? Oder... Na, unbedingt zusammenlegen. Das ist aber jetzt der Schlangen. Ich bin voll bei dir. Ja, das ist die Abteilung Schlangenrat, genau. Da würde ich das natürlich unbedingt machen. Ja. Ich würde auch bei ihm als Spitzenkandidaten bleiben bis zu dem Wahltag. Weil dann kommt ja der Brunner. Sind Sie mit ihm einer Meinung? Ja, ja, da kommt dann, der Brunner geht dann schon bei der ÖVP-Zentrale unten auf und ab und hofft, dass er gerufen wird. Ja. Und dann geht er rauf und streut wie bei der Firmung und sagt, jetzt kommt die zweite Firmung. Und dann heißt er eben Maximus, wie man immer gesagt hat, aber nicht nur Magnus. Aber die Frage, die die haben, ist, wie willst du das argumentieren, dass du das vorverlegst? Die haben ja schon einmal eine Wahl vorverlegt, kann mich gut erinnern, war der Molterer, der hat gesagt, es reicht. Ausgekommen ist, dass die Wähler gesagt haben, es reicht uns mit dem Molterer und es reicht uns mit der ÖVP. Die haben damals in den Umfragen 10% Vorsprung gehabt und dann ist der Faymann der Kandidat der Sozialdemokraten, war Erster und ist Kanzler gewesen. So, also das ist schon einmal daneben gegangen
Aber vielleicht haben die so eine Sehnsucht, es noch einmal zu probieren. Ja, sie sagen, okay, wenn es einmal daneben geht, wer weiß, ob es ein zweites Mal daneben geht. Sie betrachten überhaupt sich selbst und Österreich und die Wahlen als ein Experimentierfeld, als ein politisches. Das ist interessant für Politikwissenschaftler. Da kann man darüber dann schreiben, ja, über die ÖVP und ihren unaufhaltsamen Niedergang. Aber ich will da jetzt nicht gemein sein, ja, weil ich zwar einmal schon fast Mitleid mit der ÖVP gehabt und dann haben die den Kanzler gestellt und wir waren in der Opposition. Aber ich will auch keine Häme haben, ich will auch nicht, und überheblich darf ich schon gar nicht sein, weil wir müssen demütig sein, weil die Umfragewerte der SPÖ sind so, dass noch Luft nach oben ist und dass man da noch einiges tun muss, damit das dann eben anders wird. Und da hat die SPÖ eine Chance. Wenn das wirklich zusammengelegt wird, kannst du dann die Schwerpunktsetzung der Themen, die jetzt, und da muss ich für den Pablo mal was Positives sagen, was diesen Sozialbereich betrifft, was diese, der will ja Reformkanzler sein, was diese Reformperspektiven betrifft. Und das ist einmal das eine. Und dann kannst du natürlich eine kritische EU-Wahlkampflinie entwickeln, die du dringend brauchen wirst, ja, damit du dann auch die entsprechende Unterstützung kriegst. Aber da weiß ich nicht, die haben da sicherlich jetzt heftige Gespräche, was jetzt das Gescheiteste ist. Außerdem kann ich, glaube ich, die Regierung allein beschließen, wenn es die Wahlen vorverlegt. Die Grünen, wenn die die Sehnsucht haben, möglichst bald nicht mehr in der Regierung zu sitzen, was man bei manchen echt erkennen kann an ihrem Gesichtsausdruck, dass irgendwie sie keine Lust mehr haben, keine besondere, dann werden sie da mitmachen und dann wird das wahrscheinlich am gleichen Tag festgelegt werden. Aber sie sollen es tun. Hm. Szenario, was der also, Zusammenlegung sind, Ihrer Meinung sind, nach? Das sind Planspiele, von denen ich grundsätzlich nicht viel halte. Also ich persönlich, da gebe ich Josef Schau, würde mir wünschen, je früher eine Nationalratswahl daherkommt, desto besser. Und wenn sie dann zufälligerweise am selben Sonntag wie die EU-Wahl stattfindet, soll es sein. Es erschließt mich nur die Logik der ÖVP nicht. Denn wenn die ÖVP eine Nationalratswahl damit retten will, dass er sie am Tag der EU-Wahl durchführt und glaubt, dass dann die Menschen ihre zwei Xerln anders machen, dann ja, hat sie irgendwie falsch. Die Strategie ist so quasi bei der EU-Wahl, macht man ja, die Protest-Stimmen ja, bei der Nationalratswahl. Ja, aber halten die Leute wirklich für so deppert? Ich weiß nicht. Ja, sie halten sie für so deppert. Die ÖVP hält die Leute wirklich für deppert. Das, seit sie in der Regierung ist und jetzt überhaupt die letzten Jahre mit Nehammer, halten sie die Menschen, Stichwort Alkohol oder Psychopharmaka, Zitat von Nehammer, wirklich für so dumm, dass sie die hinsetzen und sagen, so und jetzt da drucke ich sie rein und dann mache ich bei der EU tut das Hackerl, und aber bei der Nationalratswahl, da waren so gut, da will jetzt die ÖVP. Die glauben wirklich, die Österreicherinnen und Österreicher sind Idioten. Das glaubt die ÖVP tatsächlich, denn sie erzählt uns ja dauernd, dass die Österreicher glauben, sie haben so viel Geld und sie haben so viel Kaufkraft. Und was war das? Das aller, der Satz des Jahres, pass auf, Satz des Jahres, Wöginger. Das ist der kleine Otzwigte, der da immer das Pult immer so weit abschieben muss, dass du gar nicht mehr sagen musst, dass du das einem siehst. Der hat doch wortwörtlich, als man ihn gefragt hat, zu den Maßnahmen, was sie gemacht haben, Zitat, wir haben so viel gemacht, dass es die Menschen gar nicht fassen können, hat er gesagt, zu den Maßnahmen gegen die Inflation. Alter Schwede, da haut's da ja die Lappenführe. Das ist ja unglaublich. Wir haben so viel, also die Leute sind zu blöd, das zu verstehen, was die gute ÖVP ist. Und wer so denkt und wer so spricht, der glaubt auch, dass bei zwei Wahlen am selben Tag die Menschen anders wählen. Das verstehe ich schon. Schau, der Punkt ist doch, warum, wenn es Nationalrats, wenn das stimmen würde, dass sie die Nationalratswahl retten wollen, warum längst dann die Nationalratswahl nicht vor der EU-Wahl, dass die erste Wahl ist? Das ist dann eine richtige Geschichte. Dann kann man sagen, okay, vielleicht gibt es da, aber auf den gleichen Tag zu legen, hat überhaupt keinen Sinn, außer man überlegt, was erspart sich die ÖVP mit einer Vorverlegung der Wahl. Und da sind wir schon beim Thema, erspart sich ein Untersuchungsausschuss, der gerade laufen wird zu der Zeit. Denn der Untersuchungsausschuss würde nicht mehr in die Gänge kommen. Wir wissen als gelernte Parlamentarier, wenn im, ich glaube, 9. Juni ist der Wahltag, oder Juni heute halt jedenfalls, 9. Juni, ja, Juni. Wenn da Nationalratswahl stattfindet, dann musst du 3 bis 4 Monate vor das Parlament auflösen. Mit aufgelöst, daher findet man keine finden auch keine Untersuchungsausschüsse mehr statt. Und da hätte die ÖVP natürlich hier eine Lösung, damit es für sie nicht so peinlich wird, weil ja die SPÖ und die FPÖ beschlossen haben, sich anzuschauen, warum es denn so ist, dass Großspender der ÖVP auch ordentlich sich bedient haben bei den Kofag-Förderungen. Es ist ja wirklich ein Skandal. Und diese ganze Corona-Kiste sich einmal anschauen. Ja, deshalb bleibt ihnen dann ein Sport. Und möglicherweise ist das ein Hinweis. Aber insgesamt glaube ich es, ich kann es nicht ganz glauben, weil es sinnlos wäre, der Nehammer, ja, wenn der Nehammer nicht versteht, dass es zu Ende ist, wenn der sein natürliches Ende am Horizont nicht erkennt, als einziger in Österreich, dann kann es so sein, dass er sagt, dann lass uns die Wahlen zusammenlegen, verlieren wir halt alle zwei. Spannend wird es, ob die ÖVP das zulässt. Ja?
die ÖVP wirklich zulässt, dass sie sich von einem einzigen Mann, seinem Herrn Wöginger, der Realitätsverlust, schwersten Realitätsverlust hat, und einer ganz kleinen Entourage um sich herum eine ganze Partei, eine staatstragende Partei, so gegen die Wand fahren lässt, wie das Nehammer derzeit macht. Ich bin mir nicht sicher, ob das der ÖVP zulässt. Aber gibt es noch ein Szenario für die ÖVP, den Spitzenkandidaten zu wechseln, Ihrer Meinung nach, vor der Wahl? Jederzeit, gleich morgen. Das ist überhaupt kein Problem. Ein realistisches Szenario. Naja, aber die war nicht wirklich im Nachhinein. Es kommt das Dreikönigstreffen. Ja, das Dreikönigstreffen hat ja Tradition. Ja, das ist ja völlig klar, da kommen alle beieinander. Da herrscht also dieses Messerwetzen. Nein, das hätte Tradition. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt vorhaben, gleich am 6. Jänner sich zu treffen. Vielleicht wollen sie am 7. Jänner, um das nicht so auffällig zu machen. Aber Faktum ist jedenfalls, da gibt es zwei Punkte. Schau, die haben sich da jetzt gerade gefreut, dass der Verfassungsgerichtshof entschieden hat, künftig können Handys nur mehr mit richterlicher Genehmigung überprüft werden. Und dann muss man es gewichten. Nicht mehr automatisch, sondern welcher Zeitraum, muss man es wirklich, das muss ich mir da mal vorstellen. Sie wollen wieder miteinander chatten. Ja, ja, jetzt können sie wieder chatten, gefahrlos. Ja. Also das muss man doch einmal auf der Zunge zergehen lassen. So, also das hat er erreicht zum Selbstschutz. Das ist eine Selbstschutzaktion. Der Verfassungsgerichtshof hat da mitgemacht in einem gewissen Sinn. Ja. Es ist, ich will nicht ins Detail gehen, das war vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Es ist einfach eine, wie soll ich sagen, Einschränkung der Möglichkeiten der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, ihre Arbeit zu tun, auch mit Unterstützung Handys zu überprüfen. So, okay. Das andere ist, dass der Sie brauchen einen richterlichen Beschluss dafür. Ja, das sage ich ja. Ein richterlichen, ja, aber der Richter kann nicht einfach nur das beschließen. Da gibt es Kriterien. Ja, ja. Das ist ja okay. Das ist wunderbar, okay. Das ist der Richter, okay. Da kommt raus, dass der wahrscheinlich nie mehr ein Handy genau überprüfen also, wird. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich liebe meinen Kanzler, den hat man nie mehr erfahren mit sowas. Ja, das oder? Ist ja der Verlust. Das ist das, also ehrlich, kriegst eh alles, was du willst. Ich liebe dich, mein Kanzler. Das würde nicht mehr in die Öffentlichkeit das kommen. Das ist Literatur schon. Ja, also ich finde, das sollte einfach eingehen da. Das hat schon was. Ja, also der Thomas Schmidt wird eher Denkmal kriegen, so oder so. Aber wie gesagt, na gut, okay. Der Wöginger, ich bin auch manchmal erstaunt über seine Äußerungen, er ist nicht ehrlich genug, also sagen, wir wollen diesen Untersuchungsausschuss nicht. Und damit der Untersuchungsausschuss chaotisiert wird, machen wir einen eigenen. Und da untersuchen wir nur die roten und die blauen Ex-Minister. Und dann werden natürlich die anderen die schwarzen Minister machen. Das wird ein Antanzen aller Minister und Ministerinnen der letzten. Ich glaube, die werden aus der Monarchie ansuchen, Überlebenden, da müsst ihr ihn auch noch herholen können. Habsburg. Ja, nein. Oder der Habsburg, so einmal kurz schildern, wie das damals war. Also absurd. Es ist so unendlich absurd. Und der Schüssel, der damals, wie wir gesagt haben, wir wollen den Eurofighter-Untersuchungsausschuss und den Bankenuntersuchungsausschuss, der drei Wochen lang, damals, die Verhandlungen und die Gespräche mit der SP unterbrochen. Muss dir mal vorstellen. Ja. Der wollte keinen Untersuchungsausschuss. Wir haben trotzdem gemacht. Aber nur damit du siehst, was die große Liebe der ÖVP zu Untersuchungsausschüssen ist, das ist ziemlich endenwollend. Und daher, glaube ich, könnte das einer der Gründe sein. Schaut, es gibt nur einen einzigen Interessenten, der das wirklich betreiben kann. Das ist die Gruppe Rettet Nehammer aus. Ja, die können sagen, probieren wir es, legen wir es zusammen, machen wir es vorher. Die glauben, dass der Nehammer nach wie vor ein Erlöser- und Retterpotenzial hat. Ich glaube es nicht. Und vor allem, kaum schlagst du die Zeitung auf, dauernd hast du dieses Firmlingsfoto von Brunner unterbrochen oder dauernd tut er was Gutes. Ja. Den Finanzausgleich mit den Ländern und die kalte Progression und Brunner da und Brunner dort und Lob für Brunner im Ausland, Lob für Brunner im Inland. So macht man es in der ÖVP. Ganz langsam im Steigflug, ja, immer mehr Brunnen. Ja, bis dann irgendwann einmal alle sagen, wer ist der logische Nachfolger? Wer ist der logische Nachfolger? Der Intelligenztest in der ÖVP. Wer ist der logische Nachfolger? Ja, und alle, die über 100 IQ haben, kommt wie schallt es aus dem Mund heraus, Brunner, Brunner. Ja, und der sitzt bereits dort und glaubt, der sitzt schon dort. Also das ist in etwa, das ist das. Und ich glaube, die machen das wirklich so. Ja, wir schüttern manchmal die Politik, so wie es der kleine Karli vorstellt. Ja. Karl Brunner heißt das. Karl Nehammer. Aber oft ist es so. Ja, und oft ist es. Nicht immer, aber oft. Ja.
Und ich glaube, in dem Fall wird das wahrscheinlich so sein. Man sollte noch eines vergessen, der liebe Karli hat ja für Ende Jänner schon wieder eine Rede zur Lage der Nation angekündigt. Ja. Gott behüte uns vor solchen Reden. Das hat es erst in Heuer gegeben, hat es also, ich glaube, es war im Februar, also gar nicht einmal weit weg, eine Lage zur Rede der Nation. Und jeder kann es ja googeln und anschauen, nicht ein einziger Punkt dieser Rede, aller Ankündigungen, nicht ein einziger Punkt ist umgesetzt bisher. Null. Es sind diese hohlen Phrasen, alles, was der in dem letzten Jahr angekündigt hat, nicht einmal ein Punkt ist umgesetzt. Und erinnere mal an Summa, Bargeldschutz, also in der Zuwanderungsfrage alles versprochen, dass den Menschen besser, also er hat alles versprochen, nichts gehalten, Punkt 1. Punkt 2, wir dürfen nicht unterschätzen die Grünen, weil du gesagt hast, naja, das mag schon sein, die Grünen sind da schon ein Thema, denn die haben ja im Koalitionspakt, in dem berühmten Pakt, wo das Schlechteste von beiden Welten hineingeschrieben worden ist, haben sie ja auch festgeschrieben, nur beide können Neuwahlen beschließen. Muss man also aufpassen. Das heißt, es können nur Schwarze und Grüne. Und bei den Grünen könnte da schon eine Liebäugelei entstehen, dass sie da auch vielleicht so zusammenlegen gehen. Warum? Weil die, wie wir ja bei unseren Umfragen am Donnerstag letztens und auch morgen wieder sehen werden, liegen die bei der EU-Wahl deutlich, und zwar deutlich, ich glaube um 5 Prozentpunkte, besser als in der Nationalratswahl. Auch interessant. Erstens, warum das so ist, frage ich mich, kann ich nicht erklären. Zweitens, es ist aber so. Ich zweifle jetzt aber nicht an unseren eigenen Umfragen. Das heißt, die könnten da vielleicht auch profitieren, wenn sie so ähnlich ticken und vielleicht von den Schwarzen schon ein bisschen auffärben, dass die glauben, dass eben da eine da könnten die sagen, ja, wenn man bei der U-Wahl besser liegen, kann das eigentlich nur gut sein. Also mit dem könnte man sie gewinnen, und durchaus. Auf der anderen Seite, glaube ich, sitzt es halt jeden Monat und jeden Tag auf diesen gepolsterten und gut bezahlten Regierungssesseln mit ihren Privilegien sehr gut für die Grünen, und sie haben sie jetzt weitlich ausgenutzt, dann ist aus mit Privatjetflügen und so. Also das ist aus dem zweiten Punkt bei den Grünen, wenn die wirklich glauben, sie gewinnen bei der Europawahl überdurchschnittlich oder haben ein besseres Ergebnis als bei der Nationalratswahl, dann sollten sie fast auch darüber nachdenken, ob sie das nicht doch extra machen, die EU-Wahl, und aus dem heraus dann glauben könnten für die Nationalratswahl. Ja, Dynamik könnte sein. Ja. Jetzt wissen wir ja, der Josef Klapp ist ein großer Magnus Brunner-Fan. Glauben Sie, dass die ÖVP mit Magnus Brunner um Platz 1 mitspielen könnte? Ich meine, dass er besser abschneidet als der Nehammer, davon kann man wahrscheinlich ausgehen. Puh, also das glaube ich, dieser Zug, um Platz 1 mitzuspielen, ist abgefahren für die ÖVP, egal wer da jetzt daherkommt. Das kannst du, da ist ein, so ein Riesenabstand mittlerweile, ich glaube, einmal 9, einmal 10, einmal 8 Prozentpunkte, das kannst du einfach, das da rennst du in ein paar Monaten nicht mehr. Da können sie noch so viel Geld investieren und noch, selbst bei perfekten Bedingungen, selbst wenn sie einen tollen Wahlkampf herausholen und toll kampanisieren, das holst du einfach nicht mehr aus. Das wäre schon eine Sensation. Dann müssten ja alle anderen Parteien komplett abstürzen, vor allem die führende ÖVP und das FPÖ. Und das zeichnet sich einfach nicht ab. Ich glaube aber sehr wohl, und ich habe das immer gesagt, ich habe einen gewissen Respekt vor Magnus Brunner, der macht das in seiner trockenen Vorarlberger Art nicht so schlecht, dass der mehr, ein besseres Ergebnis machen würde, und zwar bei Weitem als Karl Nehammer. Füge aber hinzu, dass das eine relativ leichte Übung ist. Ich glaube, jeder in der ÖVP, der derzeit ein besseres Ergebnis machen wie der Karl Nehammer. Aber vergessen wir nicht ganz den, der da jetzt gerade ein paar Gassen weiter im Landesgericht Wien seine Tage verbringt. Den sollten wir noch nicht abschreiben, weil der, vielleicht ist das auch ein Kalkül der ÖVP, weil er bis zum Juni vielleicht noch gar nicht bereit ist. Damit man da keinen Heiligsprechungsprozess in Gang setzen für den Brunner, er tragt die Politik des Nehammer mit. Absolut. Das heißt, die Frage, die du stellen musst, ist ein anderes Gesicht für die gleiche Politik. Die Frage, das aber, wer ist das, was ich plakatieren will. Aber mit dem Brunner, es gibt einige, die den Brunner von seiner Art, nicht von seinen Inhalten, ein bisschen mit dem Werner Faymann vergleichen. Ist er vom Typ her ein bisschen so ein Faymann, so ein netter Schwiegersohn? Der Faymann hat immerhin Wahlen gewonnen, war Erster und war Kanzler und war über 5 Jahre lang Bundeskanzler. Das muss der erst einmal auch machen. Ja, dann haben wir da gar keine Wahl hinter sich, muss man mal sagen. Also, das sei einmal angemerkt. Aber der Brunner wird, ich würde das so plakatieren, ja, gleiche Politik oder vom noch schärfer, vielleicht rufe ich bei dir und sage, hat ein schärferes Wort für so ein Plakat. Und dann würde ich sagen, gleiche Politik, aber neues Gesicht. So, dann kommt er, ja, alle sagen, ja, jetzt wird alles anders, jetzt haben wir den Firmling, jetzt wird es besser. Und die Wahrheit ist, es wird dann nicht anders sein. Die Frage ist, ob die Grünen bereits jetzt auf die Option einer Fortsetzung mit den Schwarzen
dann vielleicht mit den NEOS zum Beispiel. Aber das wird zum Beispiel nie diskutiert. Oder mit der SPÖ? Ja, das glaube ich wird es nicht gehen. Ja, aber das, man hat so eine schöne Einigung gehabt. Ja, aber nein, also die Einigung jetzt rot-blau geben für den Untersuchungsausschuss. Nein, aber jetzt das schöne Sicherheitsinformationsgesetz. Informationsfreiheitsgesetz. Das ist eine Sachentscheidung, aber nicht mehr. Aber die Drei-Parteien-Geschichte, dass zum Beispiel NEOS Grüne Brunner. Wer sagt, dass sowas nicht realistisch ist? Das heißt, die Fortsetzung des Nehammer, jetzt geht sich gar nichts aus im Moment. Ja. Aber es ist jedenfalls, ich bin ja bei den, wenn wir über Denkmodelle reden, muss man auch fragen, dann, welche Politik wird dann gemacht? Welche Themen sind dann im Mittelpunkt? Und vor allem, was hat die Österreicherin und der Österreicher davon? Mit denen geht das schon langsam, wirklich geht das beim Hals raus, dass es immer nur so Politikspiele gibt, sondern die wollen einfach wissen, was wird für mich besser, was wiegt es, das hat es aus. Das ist das Entscheidende. Aus. Machen wir ganz kurze Werbepause, dann kommen wir zurück zu unserem dritten Teil und dann sprechen wir über das zweite große Thema, das uns leider, muss man sagen, seit über einem Jahr beschäftigt. Die Inflation geht nicht runter, ist stabil auf hohem Niveau, auch vor Weihnachten keine Besserung in Sicht. Woran liegt das und warum vor allem ist es so, dass wir in Österreich nach wie vor eine deutlich höhere Inflationsrate haben als in fast allen anderen europäischen Ländern? Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück. Letzter Teil, großes Finale bei Josef Czap und Peter Westenthaler. Wir kommen zum Thema Teuerung. Täglich grüßt das Murmeltier, muss man sagen. Ich glaube, wir haben keine Sendung fast gehabt in diesem Jahr, in der die Teuerung kein Thema war. Leider bleibt sie aber Thema, muss man sagen. Es sind gestern die neuen Zahlen gekommen. Weiter eine Inflationsrate über 5% und damit ist Österreich nach wie vor eines der Länder in der Europäischen Union mit der höchsten Teuerungsrate. Was machen wir falsch? Warum geht es bei uns nicht runter? Also Gott sei Dank machen wir nichts falsch, sondern die Regierung macht was falsch. Und es ist wirklich zum Genieren im europäischen Vergleich, dass Österreich nach wie vor on top ist, je nach Rechnungsort 4,9 oder 5,2. Jedenfalls ganz, ganz oben in Mittel- und Westeuropa. Es gibt jetzt ein paar Oststaaten, die noch knapp über uns sind, aber in Wahrheit sind wir Nummer 1 in den mittel- und westeuropäischen Staaten. Wir haben Deutschland mit 2,3, das muss man sich mal vorstellen, die haben mehr als die Hälfte von uns. Wir haben Dänemark mit 0,3, Italien mit 0,9, wir haben Belgien, das ist ganz spannend, minus 0,8. Das heißt, die haben bereits einen realen Kaufkraftgewinn für alle. Denn wenn der Geldwert weiter sich anpasst und unter Null geht, ist es natürlich ein Schub für die Gesamtkaufkraft. Die geben das Geld schon wieder aus. Also, und wir in Österreich haben eine Regierung, die mit hausgemachten Maßnahmen es schafft, die Inflation am Leben zu erhalten und sie noch zu erhöhen. Da gehört dazu die CO2-Steuer beim Sprit, da gehört dazu den nach wie vor zu hohen Energiepreise beim Heizen. Das geht nicht hinunter. Und ich erinnere an die nächste Zusage des Herrn Bundeskanzlers, die nicht eingehalten worden ist, vom Sommer, wie er uns, das war, glaube ich, im Juni, ganz dramatisch erzählt hat, und wenn die Energiekonzerne nicht endlich ihre Preise senken auf das Niveau, wo sie hinkehren europaweit, dann werden wir eine Gewinnabschöpfung durchführen. Bis heute gibt es die Gewinnabschöpfung nicht, die Preise sind nach wie vor hoch. Ich kriege nach wie vor die Rechnungen der Menschen zugeschickt, die ihre Heizungen nicht zahlen können. Es ist sagenhaft, und das dritte Thema sind die Mieten. Jetzt haben sie uns, das ist der größte, wie soll ich sagen, der größte Flop und der größte Hohn für die Menschen. Das haben sie uns erklärt, es kommt die Mietpreisbremse. Ist eh schon ein Witz, weil eine Bremse, wo man eine Erhöhung festlegt, ist keine Bremse, egal wie hoch die Erhöhung ist. Eine Bremse kann nur dann sein, wenn es auf Null ist. Sie werden überhaupt nicht mehr erhöht. Aber sie haben ja festgelegt, die Mietpreise werden auch künftig erhöht. Aber sie ist noch nicht in Kraft getreten. Kein Mensch weiß, wann das überhaupt kommt. Ich bekomme jetzt, weiß nicht, wie es dir geht, jeden Tag schicken mir Menschen ihre Vorschreibungen für die Miete Jänner 2024. Und das geht voll hinauf. Das macht dann Duscher. Ich habe jetzt wieder ein Schreiben bekommen, ich bin fast verpflichtet, das zu diskutieren, weil es aus meiner Wahlheimat in der Steiermark, aus der Wahlheimatgemeinde kommt. Nämlich in St. Johann im Sagautal. ÖBG ist eine gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, hat dort die Wohnung. Da hat eine Zeit noch eine Familie mit einem kleinen Kind, haben es jetzt eh schwierig vor Weihnachten. Sie beim Kind, er geht arbeiten,
wirklich schwierig in St. Johann im Sackertal. Die haben zahlt noch im Februar 2022 eine Miete von 686 Euro. Und gestern haben sie bekommen die Mietvorschreibung für Jänner 24 1067 Euro. Von 686 von vor zwei Jahren auf 1067 Euro. Sie schreibt mir so lieb, ich habe eine Wohnung, eine bescheidene, da ist links der Berg, rechts der Bach, wie es halt am Land oft so ist. Ja. Das ist alles nicht so einfach. Und am Schluss schreibt sie mir, sie wünscht mir frohe Weihnachten, sie werden heuer ihr Weihnachtsessen langsamer essen. Das ist schon sehr, sehr rührend. Langsamer essen und auf ein besseres 2024 hoffen. Und so geht es sehr vielen Menschen, die jetzt gerade vor Weihnachten ihre Mietvorschreibungen bekommen. Das ist ein Megaskandal. Diese Regierung schafft es nicht, und das ist auch ein Inflationstreiber, die Mieten zu senken. Nicht zu bremsen, sondern zu senken. Wir haben die sechste, jetzt im Jänner 24, die sechste Mietpreiserhöhung in zwei Jahren. Die sechste. Und das ist unfassbar, dass es die Regierung nicht schafft zu sagen, so, und jetzt machen wir einen großen Wurf und senken die Mieten zumindest aufs Niveau vom 22er, noch besser war als 21er, aber machen es um 22er. Sie schaffen es einfach nicht, weil sie die Verbündeten im Wesentlichen der Vermieter sind und sich eben nicht darum scheren, wie es den Menschen in den Mietwohnungen geht, weil sie keine Empathie haben, kein Herz für die Menschen haben, weil es ihnen völlig wurscht ist. Der Regierung und diesen Nehammers und den Koglers und wie sie alle heißen, denen ist völlig egal, wie die Menschen unter dem Spritpreis leiden, unter den Heizkosten leiden, unter den Mietkosten leiden und dann noch zum Drüberstreuen auch noch immer der Einkauf zu teuer ist. Und das ist etwas, da druckst du die Tränen raus, da druckst du das Herz zusammen, wenn du das auch vor Weihnachten noch sehen musst. Und das wird der Hauptgrund sein. Das wird der Hauptgrund sein, warum diese Regierung abgewählt wird. Egal ob im Juni oder im Oktober, völlig wurscht waren. Das merken sich die Menschen, das vergessen sie nicht. Gemeinsam mit Corona, gemeinsam mit der Zuwanderung, das wird das Thema sein. Und die Regierung schafft das, aber da kann er noch so viel reden halten, der Herr Nehammers glaubt nicht keiner mehr. Ja, ich kann nur eins sagen, was ein richtiger Skandal ist, dass die Arbeitgeberseite bei den Verhandlungen mit den Handelsangestellten so hartnäckig unterwegs ist. Weil das ist eh schon gar Hochlohnbereich. Ja. Und die haben eh wirklich jetzt zu leiden und sowas von Arbeiten, was die jetzt nicht nur vor Weihnachten, aber besonders vor Weihnachten erledigen und leisten müssen. Und ich finde, das ist herzlos und das ist unsozial und das ist Österreich nicht würdig, wenn man jetzt sagt, Österreich immer das Land, wo man auf diese Dinge besonders Rücksicht genommen hat. Also da finde ich, und ich glaube auch, dass die Mehrheit der Bevölkerung, die Konsumentinnen und Konsumenten, voll hinter den Handelsangestellten sind. Voll. Ja, die das tagtäglich miterleben, was die alles leisten müssen und vor allem in der Corona-Zeit geleistet haben. Da waren es die Superhelden. Ja. Und jetzt das. Ich leugne aber nicht, es gibt den einen oder anderen Handelsbetrieb, der aufpassen muss und der Probleme hat. Und das ist sehr unterschiedlich. Ja. Also ich will da nichts über den Kamm scheren und ich will mich auch nicht einmischen, die kennen sich da besser aus in den Verhandlungsrunden. Aber das wollte ich ganz schnell noch hinzufügen. Schau, die Ängste, die du da geschildert hast, der Familie, die da jetzt langsam essen muss am Weihnachtsabend, ist wirklich berührend. Es gibt aber auch viele, die sich armutsbedroht fühlen, die also wirklich Schulden haben, wo Kredite Probleme sind, zurückzuzahlen, weil die sozusagen variabel waren und jetzt plötzlich hinaufgeschossen sind und das hat zu einer Diskussion geführt hat. Wie geht man jetzt um damit, dass die diesen Kredit dann immer mehr begleichen können? Siehst du dann die herzlosen Reaktionen, die sagen, es ist halt ein Pech, so ist halt die Marktwirtschaft. Glaubst du, die das jetzt umenden, festverzinslich, dann fallen sie im Traum nicht ein. So geht es die ganze Zeit. Das ist die ÖVP-Seite. Ja. Dann haben wir es erwischt, dass die Pendlerpauschale abschaffen wollten. Ja. Da haben dann alle kleinen Schwur gemacht. Pendlerpauschale, haben wir überhaupt nie gesagt. Na, wie ist denn das entstanden? Ja, klar, wenn sie daran gedacht haben. Da war wieder Öko geht vor sozialer Gerechtigkeit. Na, das geht ja gar nicht. Ja. Natürlich müssen wir den Klimawandel bekämpfen, aber nicht, dass es zu Massenarmut führt. Oder dass es zu einem echten Verlust führt von Lebensstandard und so weiter. Also das sind so die Punkte, wo ich sagen muss, und der Kaufkraftschmäh ist der letzte Punkt, den ich sagen muss, wen hilft das was? Wenn die Teuerung aufschießt, die Inflation so hoch ist wie in keinem anderen Land, dann kannst du zwar Kaufkraft haben, aber bei der Kaufkraft, wenn du mit dieser Kraft dann kaufst, profitiert der Verkäufer in erster Linie, weil er nämlich mehr kriegt. Ja? Aufgrund der Inflation und der Finanzmärkte ist das sowieso, weil der kriegt nicht mehr Steuern. Jetzt argumentiert die Regierung ja damit, ich gebe das nur wieder, bitte jetzt nicht sozusagen auf mich die Wut replizieren,
dass sie ja mehr Kaufkraft geschaffen hat und die Leute haben eh mehr Geld und deswegen steigen auch die Preise, aber im Endeffekt gibt es auch mehr zum Ausgeben. Was sagen Sie, wenn Sie das hören? Nein, nehmen wir den Böginger dazu. Die Menschen können ihr Glück gar nicht fassen. Sie können es gar nicht fassen, wie viel diese Regierung für die Menschen getan hat. Zitat Böginger, nicht ich. Wenn du so tickst und so denkst, dann glaubst du auch, dass die Menschen mehr Kaufkraft haben. Na, selbstverständlich. Weil du bist ja der segensreiche Wanderer, der den Menschen jeden Tag das Geld nachschießt. Das ist ja alles so unglaublich. Und das glauben sie deshalb, weil diese ganze Führungskaste der ÖVP mit den Menschen nichts mehr zu tun hat. So abgehoben ist, seit Jahren keinen Kontakt mehr hat zu wirklichen Menschen. Die treffen sie ja nur mehr mit ihresgleichen. Die treffen sie ja nur mehr mit ihren Funktionären, mit ihren Kadern in den Ländern. Der geht ja nicht der Nehammer am Viktor Adler Markt und redet mit den Leuten oder nach Hasenleiten in Simmering und klopft oder mal und sagt, klopft einmal, ja, klopft, grüß Gott. Na, wie geht es Ihnen heute wieder mit Ihrer Kaufkraft? Haben Sie heute eh schon viel Geld ausgegeben? Weil Sie haben jetzt so viel Geld, was wir Ihnen gegeben haben. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich wiederhole es, macht er das, der kommt dort wahrscheinlich nur mehr schwer verletzt raus, weil das ist die Leute, da kommt die gestreckte Faust durch die Wohnungstür raus. Ja. Also den Menschen in einer Phase wie diesen, wo objektiv es jeden oder vielen, nicht jeden, stimmt auch wieder nicht, aber vielen, sagen wir mal so, den meisten, und zwar nicht nur den ganz armen, obdachlosen, armen, arbeitslosen, ja, denen eher, aber bis hinauf in den Mittelstand und immer mehr in den unteren, in den mittleren Mittelstand mittlerweile schlechter geht, die sich einschränken müssen und denen zu erklären, naja, ihr habt so eine tolle Kaufkraft, ihr könnt euch ja so viel leisten und irgendwie, es ist ja nicht nur das Gefühl da, sondern die Zahlen widersprechen dem ja. Wenn es so wäre, dann könnte es ja nicht sein, dass das vorweltliche Geschäft des Handels heuer um 200 Millionen einbricht. Das ist ja nicht nichts. 200 Millionen, sehr unglaubliches Geld, hat uns der Herr Wild da erklärt, 200 Millionen weniger Einkäufe. Das ist, jeder muss sich einschränken. Jeder muss sich einschränken in Wahrheit. Und wenn du dich dann dort einschränken musst, wo es um deine ursprünglichen Lebensverhältnisse geht, wie es so schön heißt, es geht schon lange nicht mehr ums Leben für die Menschen, sich etwas gönnen, sich etwas leisten. Es geht ums Überleben in den meisten Familien, weil jetzt wird es kalt und ich muss entscheiden zwischen Essen, Heizen, Miete zahlen. Das sind reale Erlebnisse, reale Geschichten, die das Leben schreibt. Und diese Regierung schafft es einfach nicht, das zu behirnen. Hat keine Empathie, kein Herz, sind weit weg von den Menschen. Und daher liegen sie in den Umfragen dort, wo sie liegen. Und ich möchte aber heute, weil wir ja die letzte Sendung vor Weihnachten haben, ein bisschen Hoffnung geben. Nächstes Jahr ist das letzte Jahr dieser Regierung, ist doch wunderschön. 2024 wird diese Regierung nicht überleben. Wir werden eine neue Regierung bekommen. Wir haben die Chance, in mehreren Wahlgängen, Steiermark, EU, Nationalratswahl, dreimal dieser Regierung unsere Meinung zu sagen, ob wir das lieben, dass wir jetzt mehr Kaufkraft haben, wie uns die Regierung erklärt, wo wir alle so verblendet sind. Das ist ein tolles Jahr, was auf uns zukommt. Daher Optimismus, glaube ich, ist angesagt. Nicht Pessimismus, aber uns für jeden schwerfällt. Diese dunklen Jahre sind, ich sage jetzt nicht, es ist ein Licht am Ende des Tunnels, weil das hat ein anderer gesagt, der derzeit gerade vor Gericht sitzt. Und da war das Licht am Ende des Tunnels der entgegenkommende Zug eigentlich eher nicht. Also es ist Zeit für Hoffnung. Und die möchte ich heute in der letzten Sendung ergeben. Hoffnung, dass es heute in einem Jahr schon ganz anders ausschauen kann, wenn ein tolles Wahlergebnis rausgekommen ist und es wird ein Ergebnis rauskommen, das diese jetzige Regierung nicht mehr möglich macht. Und das ist das, auf was alle Menschen hoffen können eigentlich. Was sagen Sie, wenn Sie dieses Kaufkraftargument hören? Ich höre vor allem sehr gerne seine letzten Sätze. Ich kriege da immer fast feuchte Augen. Wenn das freut mich so was. Ja, nein, das schon ganz weihnachtlich. Nein, ich kriege insofern, ich meine das nicht einmal scherzhaft, sondern ernst. Wenn ich auf der Straße gehe und ich sehe dort eine ganz bestimmte Einkommensgruppe, denen ich es vergönne, dass sie überall in Schlangen stehen, in die sündteuren Geschäfte, in der City dort einkaufen können, ist das schon okay. Die sind großteils international, also nicht bloß national. Ach, kommen Touristen, her, ja, Touristen, ja. Und da geht der Rubel über den Tisch, oder eben Rubel jetzt weniger, aber der Dollar, ja, und der Euro, Sanche. Und alles Mögliche. Ja. Ja. Und dann gibt es aber irrsinnig viele, ja, irrsinnig viele, die den Euro zweimal, dreimal umdrehen müssen, bevor. Und es geht tief in die Mittelschichten hinein. Ja, sogar, schau, wenn du finanzieren musst die Ausbildung von einem Kind, zwei Kindern, ja, das ist heutzutage nicht mehr so. Da musst du ordentlich zahlen. Das ist ein Langfristprogramm, zum Beispiel. Ja. Die Mieten höher werden. Wenn du einkaufen gehst, überlegst du dreimal, ob das jetzt das am Abend ist oder was anderes. Und das ist die Gruppe, die sieht man nicht so. Man sieht nur die da bei Louis Vuitton umstehen in den langen Schlangen, ja, und schauen, wie kann ich ein paar tausend Euro für eine Tasche ausgeben oder so. Also das ist,
das sind verschiedene Lebensbilder, verschiedene Lebens, ein verschiedenes Leben, Lebenskulturen. Ja. Und der Wöginger, der ist halt gewohnt, die ganzen Jubel-ÖVPler. Der geht wohin? Da hinten ist einer hinter einem Wöginger, der sagt Jubel, ja, und den man mit dem Mund so tut und dann jubeln sie. Und damit glaubt er, das ist die Wirklichkeit. Das ist nicht die Wirklichkeit. Ja. Und wenn es dann mit vielen redet, haben die eh dann eine kritische Anmerkung. Also man darf da nicht, man soll da nicht ungerecht sein. Und es müssen erst einmal, und jetzt sage ich ganz was Arges, ja. Und wenn dann andere kommen in die Regierung, müssen sie auch erst einmal beweisen, dass sie es besser machen können. Das muss man schon auch sagen, in aller Demut. Ja. Weil es hat keinen Sinn, wenn wir die Besserwisser-Olympiade anziehen und am Ende des Tages sagen die nach einer gewissen Zeit, naja, okay, aber was ist jetzt wirklich anders? Es muss wirklich anders sein. Ja. Und da muss dann wirklich mit Mut und Tatkraft versucht werden, da was zu ändern. Und daher bin ich dafür, dass man zu Weihnachten wirklich optimistisch ist und hofft auf die Zukunft und stolz ist auf dieses Land. Ja, ich brauche keinen Nehammer, der mir sagt, wir sollen stolz auf Österreich sein, sondern die Österreicherinnen und Österreicher, die an diesem Land gearbeitet haben, aufgebaut haben, da meine ich jetzt alle, die hier leben, ja, die können stolz sein und die sollen stolz sein. Und das finde ich, ist jetzt nicht das Wort zum Sonntag, sondern das ist meine Meinung dazu. Das waren jetzt noch positive Worte, also vorweihnachtliche. Vielleicht ganz zum Schluss ein bisschen ein Ausblick auch aufs nächste Jahr. Was müsste denn eine neue Regierung als erstes anpacken? Also der Herbert Kickl wird alle Menge zu tun haben, einmal die ganzen Blödheiten, die diese Regierung bisher gemacht hat, wieder rückgängig zu machen. Das ist ja schon eine Riesenaufgabe. Vom Schutz der Neutralität, dieses Sky Shield sofort wieder abbestellen, das braucht kein Mensch. Aber in das große Ganze ist es doch, dass man schauen muss, dass den Menschen wieder mehr Geld zum Leben in den Taschen bleibt. Und ich glaube, dass das mit ein paar Punkten sehr gut gelingen kann, indem man Preisdeckelungen macht, indem man tatsächlich, und die Inflation wird nicht vom Tisch sein, indem man aber auch, und das ist einmal ein Appell, überlegt, ist denn nach diesen 2-3 Jahren Mega-Inflation und leeren Kassen, nämlich auch in den Brieftaschen der Menschen, nicht einmal dringend notwendig, als erstes einmal eine sehr, sehr rasche, unkomplizierte, aber rasch helfende Steuerreform zu machen. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, wo man sich überlegt, ist es denn überhaupt noch fair und auch sinnvoll, die Einkommensgrenze bei der Einkommensteuer bei ungefähr 11.000 Euro im Jahr zu belassen? Wissen wir, also wenn ich ungefähr 1.000 Euro, abzüglich jetzt der Sozialversicherung, wenn ich ungefähr 1.000 Euro für 40, 45, manchmal auch mehr Stunden Arbeit in der Woche im Monat verdiene, dann ist das steuerfrei, einkommensteuerfrei. Mhm. Und ich glaube, dass eine Regierung als erstes einmal hergehen müsste und das verdoppeln. Das heißt, dass 2.000 Euro künftig steuerfrei sein sollen. Das würde einen echten... Das ist ein durchschnittlicher Handelsangestellter. Richtig. Zum Beispiel keine Steuern. Das geht dann in den unteren Mittelstand. Das würde bedeuten, dass den Menschen von ihrem Brutto wesentlich mehr netto bleibt. Dass ich eben diese 11.000 auf 20.000 im Jahr diese Grenze setze, die ich steuerfrei mache, einkommenssteuerfrei mache. Denn warum? Es ist ja nicht so, dass ich da Geld verschenke. Ich würde das auch dazu sagen. Das ist ja auch finanzierbar, weil in den vergangenen 5-6 Jahren der Finanzminister ja jährlich Milliarden mehr an Steuern eingenommen hat. An Einkommensteuern, an Umsatzsteuern, überhaupt. Wir haben derzeit eine Steigerung von 27% im Vergleich zu vor 10 Jahren. Das heißt, das Geld ist ja hier. Und diese Strukturänderung halte ich für notwendig. Und dann halte ich es natürlich auch für notwendig, dass wir wieder mehr auf die eigenen Leute schauen und die Zuwanderung beenden. Das sind die entscheidenden Punkte, glaube ich. Und vor allem brauchen wir wieder Politiker. Und das ist jetzt auch ein Appell für alle, die jetzt schon Kandidatenlisten machen oder Spitzenkandidaten aussuchen. Wir brauchen endlich Politiker mit Herz, mit Empathie. Und tut mir leid, aber wenn ich das jetzt noch am Schluss vielleicht nicht zum Gefallen des Josef Schaap oder auch anderer sage, im Moment sind wir nicht mit Politikern, mit empathischen Politikern übersät. Und da bin ich halt der Meinung, beim Herbert Kickl hat es einen Grund, warum man die 30% liegt. Der weiß tatsächlich, wo der Schuh drückt, der ist bei den Leuten raus, der bringt das 1:1 herein. Und daher glaube ich, wäre es schon ganz gut, wenn er da mehr zu sagen hat im Land im nächsten Jahr. Und das wird auch passieren, davon bin ich überzeugt. So, Ihr Ausblick noch aufs nächste Jahr. Was wäre das Erste, was eine neue Regierung Ihrer Meinung nach anpacken müsste? Ja, das Bittere ist, die müssen sich einmal hinsetzen, bevor sie überhaupt noch Regierung sind, und müssen den berühmten Kassasturz machen. Die müssen sich anschauen, was hat diese Regierung überhaupt noch im Budget, im Staatshaushalt übrig gelassen. Weil gerade die immer von keine Schulden, keine Schulden, keine Schulden Nummer abgezogen haben,
Geld rausgehauen, kostet es, was es wollen, hat der berühmte Gernot Blümel damals gesagt. Ja, Milliarden sind da rausgeflogen. Also das wird einmal den Handlungsspielraum einer künftigen Regierung mitdefinieren. Vielleicht sogar einengen, wird man sehen. Dann die Schwerpunkte müssen sein, das sage ich ganz ehrlich, ist nicht nur die soziale Gerechtigkeit und der Kampf gegen den Klimawandel, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit. Ja, die österreichischen Unternehmer und Unternehmerinnen müssen da auch die nötige Unterstützung haben. Man muss wettbewerbsfähig sein, es muss dort auch zur Kenntnis genommen werden, dass sie im europäischen und internationalen Bereich da etwas tut. Und das war mir immer schon anregend, das auch zu sagen. Bildung, Bildung, Bildung. Ja, der Hannes Andrasch, Volksbegehren, was bemüht sich der die ganze Zeit? Ja? Der Polaschek beruhigt uns, aber du musst dir das anschauen in den Schulen, die Reformen. Das haben wir auch lächerlich gemacht, wenn man gesagt hat, ob man nicht über die Matura einmal eine Reform nachdenken kann, bei der Berufsausbildung nachdenken kann. Das Bessere ist immer der Feind des Guten. Ja? Also das, glaube ich, ist auch etwas ein Aspekt. Schau, und was du brauchst, sind politische Persönlichkeiten mit Herz und Mut und Durchsetzungsfähigkeit. Das sind drei Dinge, die wichtig sind. Ja? Und ich glaube, wenn du bereit bist, auch manchmal Dinge zu machen, wo du nicht gleich einen Zuspruch hast. Der Babler ist so einer, der kriegt nicht gleich einen Zuspruch. Der ist da durchaus mutig in manchen Dingen aufgetreten und gewesen. Ich war auch nicht immer seiner Meinung, aber ist so. So. Und jetzt sage ich über die anderen nichts Schlechtes. Wir sind im weihnachtlichen Vorfrieden, ja, sondern nimm zur Kenntnis und respektiere, wenn andere entsprechend gute Umfrageergebnisse haben. Darf ich noch was in eigener Sache sagen? Vielleicht, das wird dir vielleicht auch. Du willst kandidieren. Nein, ich will in eigener Sache, in unserer eigenen Sache, so. Aus der Sendung. Wir haben heuer, das ist die 48. Sendung, reguläre. Zweimal haben wir im Sommer passiert und zweimal immer zu Weihnachten. Also 48 Sendungswochen. Und wir haben heute in der 48. Sendung, ich habe mir das angeschaut, ich führe da immer so genau Bilanz. Und ich möchte mich mal in unser aller Namen bei den Zuschauern bedanken, weil von 48 Sendungen waren wir 37 Mal die Nummer 1 in der Woche. Und das ist eine Quote von 3/4, also über 3/4, 77%. Und das ist nicht Gott gewollt und dafür bin ich echt dankbar, dass wir so viele Zuschauer haben. Ich finde das echt klasse und wir werden uns nächstes Jahr bemühen, das so fortzusetzen. Wir sind zwar morgen noch einmal ja, bei der Umfrage, morgen nicht einschalten. Aber ich glaube, man muss ja mal an dieser Stelle am Jahresende auch bedanken für diese tollen Zuschauerquoten, die wir ständig haben. Die sprechen uns auf der Straße an, dich genauso wie mich. Ja, ich bin stolz darauf, dass die das auch anschauen und immer wieder anschauen. Ich schließe mit dem Dank automatisch natürlich logischerweise an und mit einer Bitte, bleiben Sie uns bitte treu. Ich glaube, das werden die Zuschauer. Auch ich bedanke mich natürlich. Es ist noch nicht... aus mit Chab und Westenthaler, so viel kann man sagen in diesem Jahr. Morgen gibt es dann wie immer unser Wahlbarometer mit der letzten Umfrage in diesem Jahr. Auch die wird sehr, sehr spannend. Wie starten denn dann die Parteien in dieses Superwahljahr 2024? Das werden wir morgen analysieren, also unbedingt einschalten. Und nächste Woche, so viel können wir auch schon vorwegnehmen, ganz, ganz spannend, gibt es dann am Mittwoch den großen Jahresrückblick von Josef Chab und Peter Westenthaler. Da werden wir dann das ganze Jahr noch einmal Revue passieren lassen. Und es war ja ein sehr, sehr ereignisreiches Jahr, wo es viel zu diskutieren gibt. Also, für heute auf jeden Fall schönen Abend. Bei uns geht es wie immer gleich weiter mit den aktuellen Nachrichten.